Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bitte um Nachsicht, dass ich ein bisschen später gekommen bin. Der Verkehr zwischen Luxemburg und Heidelberg ist nicht immer ganz abzusehen. Das Jahr 2019 ist das Jahr der Jubiläen, das Jahr der Erinnerung und natürlich auch ein Jahr für Reflexion und Standortbestimmung. Und 2018 war das Ende, war das 100-jährige Jubiläum des Ende des Ersten Weltkrieges, der bekanntermaßen zur totalen Erschöpfung der kriegsführenden Mächte geführt hatte, vor allem in Europa. Aber dieses 100-jährige Jubiläum 2018, 2019, 1918, 1919 wird in den verschiedenen europäischen Staaten sehr unterschiedlich wahrgenommen. Das kennen Sie. Am 29.06.1919 wurde der Vertrag von Versailles unterzeichnet. Und dieser Vertrag sollte aus der Perspektive vieler Unterzeichnerstaaten der Moment eines Aufbruchs sein in eine bessere Zeit internationaler Beziehungen. Der Versailler Vertrag enthielt in seinem ersten Teil eine ganz wichtige Regelung, nämlich die Schaffung des Völkerbundes. Und die Idee dahinter war natürlich, dass man durch Recht Frieden schaffen könnte. Und nicht von ungefähr war in Artikel 14 des Versailler Vertrages vom Ständigen Internationalen Gerichtshof die Rede. Peace through law beschreibt also die Hoffnung, dass internationale Gerichte an der Stelle von Diplomaten in der Lage sein würden, politische Streitigkeiten beizulegen. Das war eine Idee, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg weiten Anklang gefunden hatte. Man wollte das Völkerrecht zur Befriedung der internationalen Beziehungen einsetzen. Wir alle wissen, dass das nicht ganz funktioniert hat. Aber das sichtbare Symbol dieser Bemühungen ist der Friedenspalast in Den Haag. Dort ist der Sitz des heute Internationalen Gerichtshofs, damals Ständigen Internationalen Gerichtshofs. Aber, wie gesagt, es gab doch sehr unterschiedliche Wahrnehmungen des Versailler Vertrages und speziell die besiegten Mittelmächte empfanden ihn als eine furchtbare Demütigung. Meine Großmutter hat ihn mal als den Schandvertrag von Versailles bezeichnet. Das ist so eine Kindheitserinnerung, die ich noch habe, aber ich glaube, das gibt ganz gut wieder, wie die Bevölkerung diesen Vertrag sah. Das war natürlich auch der Moment, an dem die Bevölkerung in Deutschland erkennen musste und erkannt hat, dass der Krieg verloren war mit allen Konsequenzen, Gebietstransfers, Gebietsabtretungen, politische und militärische Schwächung des Reiches und der berühmte Artikel 231 des Versailler Friedensvertrages, der Deutschland zur Zahlung von Reparationen verpflichtete. Meine Damen und Herren, ich kann in den nächsten wenigen Minuten nicht den ganzen Vertrag Ihnen vorstellen. Und das will ich auch nicht. Ich kann auch über alle historischen, ökonomischen oder auch rechtstechnischen Aspekte sprechen. Das haben wir in Luxemburg auf einer Tagung getan, die im Jahr 2017 im Dezember im Institut, im Luxemburger Max-Planck-Institut für Verfahrensrecht stattgefunden hat. Und dort haben wir verschiedene Aspekte des Versailler Vertrages aufgegriffen. Ein Moment war besonders. Das war die Eröffnung dieser Konferenz. Die Konferenz wurde eröffnet von dem deutschen und dem französischen Botschaftern gemeinsam. Und der französische Botschafter sprach über die Kunst des Friedensschlusses und über den Wiener Kongress. Und der deutsche Botschafter sprach über die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Interessant und sehr verständlich, diese unterschiedlichen Aspekte. Ich will im Folgenden einen ganz anderen, eher vergessenen Aspekt des Versailler Vertrages aufgreifen, der neuerdings wieder mehr in den Blick gerückt ist, nämlich die sogenannten gemischten Schiedsgerichte, die durch den Versailler Vertrag geschaffen wurden und die zwischen 1920
und 1930 eine Vielzahl von Fällen entschieden haben, die die wirtschaftlichen Rechte und Folgen der Kriegsführung betrafen. Folgender Hintergrund. Der Erste Weltkrieg war einer der ersten Kriege, der auch als Wirtschaftskrieg geführt wurde. Und das bedeutete, dass Maßnahmen gegen sogenanntes feindliches Vermögen ergriffen wurden. Die Vermögen von Staatsangehörigen der feindlichen kriegsführenden Mächte auf allen Seiten wurden beschlagnahmt, Verträge wurden gestoppt, Wirtschaftsbeziehungen wurden abgebrochen. Und der Versailler Friedensvertrag enthielt nun einen Teil über die sogenannten wirtschaftlichen Rechte, und in diesem Teil war Deutschland verpflichtet, alle Schäden, die die alliierten Staatsangehörigen aus Maßnahmen des Wirtschaftskrieges erlitten hatten, wiedergutzumachen, zu bezahlen. Diese Vorschriften fanden sich in den Artikel 297 fortfolgenden, und zur Abwicklung dieser Beziehungen wurden internationale Gerichte eingerichtet. Und das waren die sogenannten gemischten Schiedsgerichtshöfe im Friedensvertrag von Versailles. Worüber haben die entschieden? Die entschieden zum einen über Entschädigungszahlen wegen privater Kriegsschäden. Die entschieden über Urteile, die gegen Ausländer in den kriegsführenden Staaten ergangen waren. Das waren Urteile, die häufig Versäumnisurteile waren, weil die Personen die Länder hatten verlassen müssen. Es ging um die Rückgabe und die Entschädigung konfiszierten Vermögens. Und es ging auch um den Schutz von Minderheiten, insbesondere in Schlesien. Darauf komme ich noch zu sprechen. Die Grundlage dieser Schiedsgerichte findet sich im Versailler Vertrag selbst. Unmittelbar, ganz rasch nach Inkrafttreten des Vertrages, innerhalb von 3 Monaten, sollten diese Schiedsgerichte errichtet werden. Und die Gerichte waren international besetzt, insofern als jede Vertragspartei einen Schiedsrichter ernannte und der vorsitzende Schiedsrichter war eine Person aus einem neutralen Staat. Und die Besonderheit, und deswegen ist es interessant, darüber nachzudenken, was diese Schiedsgerichte gemacht haben, die Besonderheit dieser Schiedsgerichte bestand darin, dass private Parteien, Individuen, vor diesen Gerichten parteifähig waren. Sie konnten dort selbst ihre Rechte einklagen. Aber, meine Damen und Herren, das war der Versailler Vertrag. Einklagen und klagen konnten nur Angehörige der Alliierten, nicht Deutsche. Deutsche fanden sich in diesen Schiedsgerichtshöfen durchaus als Beklagte, die ihrerseits Rechte verloren oder Schadensersatz zahlen mussten. Und deshalb wurde diese Regelung auch in Deutschland speziell als sehr ungerecht und unfair empfunden. Nun, im Jahr 1920 mussten erstmal sehr schnell diese Schiedsgerichte errichtet werden. Man hat sie errichtet in Paris, in London und in Rom. Und man musste natürlich auch Gebäude finden, wo so ein Schiedsgericht überhaupt einziehen konnte. Und das war in Paris relativ einfach. Man fand nämlich das Gebäude der früheren österreichischen Botschaft. Der Botschafter war 1914 des Landes, ich will nicht sagen verwiesen worden, aber so ungefähr war es. Und das Hotel Matignon, sagt Ihnen vielleicht von der heutigen Nutzung etwas, war also der erste Ort, an dem diese Schiedsgerichtshöfe operiert haben. Lassen Sie mich Ihnen ein paar Zahlen nennen, damit Sie eine Idee bekommen, was da eigentlich passiert ist. Insgesamt wurden 36 gemischte Schiedsgerichte eingerichtet. Und diese gemischten Schiedsgerichte haben ca. 70.000 Fälle behandelt. Sie haben nicht 70.000 Entscheidungen erlassen, aber doch viele tausend Entscheidungen und haben von daher eine sehr umfassende Rechtsprechungspraxis entfaltet. Die Gerichte waren sehr unterschiedlich groß. Die meisten Fälle betrafen die Ansprüche zwischen Privatpersonen im Verhältnis Deutschland und Frankreich und im Hinblick auf den Minderheitenschutz in Polen, Oberschlesien, waren sogar noch mehr Fälle zu
behandeln. Das waren oft ganz kleine Fälle. Wir würden heute neudeutsch sagen Small Claims. Beispielsweise waren Wanderarbeiter aus Italien bei Kriegsausbruch in Österreich oder in Deutschland, die wurden des Landes vertrieben, die mussten alles zurücklassen. Und diese Vermögensschäden, individuelle Schäden, Möbel waren versteigert worden, waren verloren gegangen, Lohn war nicht gezahlt worden, diese Ansprüche wurden jetzt eingesammelt und konnten vor diesen gemischten Schiedsgerichten eingeklagt werden. Dass so viele Fälle aus Frankreich zu verhandeln waren, hatte einen besonderen Grund. Das waren Ansprüche von Menschen aus Elsass-Lothringen, die nach einer frühen Entscheidung des gemischten deutsch-französischen Schiedsgerichts als französische Staatsangehörige behandelt wurden, obwohl Elsass-Lothringen in der Zeit zwischen 1871, Frieden von Frankfurt, bis 1919 oder 18, bis zum Waffenstillstand, eigentlich Teil des Deutschen Reichs gewesen war. Und so konnten alle Kriegsrequisitionen, die in Elsass-Lothringen durchgeführt worden waren, also Autos waren beschlagnahmt worden, Vieh war den Bauern weggenommen worden, eingesammelt werden. Es gibt Berichte darüber, dass es dort spezialisierte Agenten gab, die derartige Ansprüche eingesammelt haben. Das neu, vielleicht nicht neudeutsche Wort, aber das Phänomen kennt man auch bei heutigen Anwälten. Und in den USA spricht man von Ambulance-Chasern, das heißt Anwälte, die in den Krankenhäusern herumlaufen nach dem Unglücksfall und versuchen, Mandanten zu akquirieren. Deswegen also die vielen französischen Fälle. Wir kennen auch die Spruchpraxis dieser Gerichte. Insgesamt wurden 10 Bände veröffentlicht, die heute alle auch online verfügbar sind. Und dort findet man sehr unterschiedliche heterogene Entscheidungen, nämlich Entscheidungen in verschiedenen Sprachen. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber Sie sehen hier auch den Versuch, eine einheitliche Spruchpraxis aufzubauen. Das heißt, die Gerichte haben an sich ganz gut funktioniert. Die einzige große Krise, die es gegeben hat, war 1923 die Ruhrbesetzung. Da ist das deutsch-französische gemischte Schiedsgericht zum Erliegen gekommen. Aber abgesehen davon hat man versucht, diese Rechtsprechung auch als eine Rechtsprechungspraxis zu etablieren. Ja, wie waren denn diese gemischten Schiedsgerichte eigentlich zusammengesetzt? Schauen wir uns mal die Hauptakteure an. Die Richter. Das ist das deutsch-belgische Schiedsgericht und Sie können sehen, dass das deutsch-belgische Schiedsgericht die Roben belgischer Richter trägt. Und das war ein ganz wichtiger Punkt. Die Schiedsgerichte haben jeweils die Verfahren der alliierten Staaten und auch die, sagen wir mal, dahinterstehenden Kulturen übernommen. Jedes Schiedsgericht hatte eine eigene Verfahrensordnung, die wurden teilweise als Miniatur-ZPO bezeichnet und haben dann in der Sprache des jeweiligen alliierten Macht verhandelt und entschieden. Das war natürlich eine offene Diskriminierung der deutschen Parteien. Die mussten nach Paris, Sie können sich vorstellen, dass man vielleicht 1919 nicht so unbeschwert nach Paris gefahren ist, wie man das heute glücklicherweise tut, und mussten dann in einer ihnen nicht bekannten Verfahrensordnung letztlich ihren Fall verteidigen. Sie wurden unterstützt von den Staatenvertretern. Ein weiteres Problem, das sich sehr schnell stellte, nur am Rande gesagt, war die Auffindung deutscher Richter. Richter, die in der Lage waren, die Sprachen Englisch, Französisch, was vor allem, und Italienisch zu sprechen. Und das stellte offensichtlich das Auswärtige Amt damals vor Probleme. Aber es waren auch prominente Juristen in den Schiedsgerichten. Viktor Bruns, späterer Direktor des Max-Planck-Instituts für Völkerrecht. Ernst Rabel im deutsch-italienischen Schiedsgericht. Für Rabel war die Zeit in diesem Schiedsgericht offensichtlich sehr prägend, weil er hier ganz praktisch mit Rechtsvergleichung auch konfrontiert wurde. Die Gerichte hatten Sekretariate. Das waren keine kleinen Drei-Mann-Veranstaltungen, sondern hinter den Gerichten gab es Sekretäre
Und das ist das deutsch-polnische gemischte Schiedsgericht 1925. Es gibt kaum Fotos, es war relativ schwierig, hier überhaupt Materialien zu finden. Die Parteien wurden, sagte ich schon, von den Staatenvertretern unterstützt, waren aber selber als Individuen Parteien und konnten selber ihre Rechte geltend machen. Das hatte es vorher so noch nicht gegeben. Das war neu. Im Völkerrecht ist die Situation anders. Völkerrecht betrifft Staaten untereinander. Und wenn ein Individuum aufgrund völkerrechtlicher Vorgänge Schäden erleidet, dann gibt es den sogenannten diplomatischen Schutz. Das heißt, der Heimatstaat des Individuums macht die Ansprüche oder macht die Schäden des Einzelnen auf völkerrechtlicher Ebene, auf zwischenstaatlicher Ebene geltend. Hier hat man die Einzelnen, die Individuen durchaus in die Lage gebracht, ihre Ansprüche selber geltend zu machen. Die italienischen Fremdarbeiteransprüche wurden in einem großen Paket gesammelt und wurden dann von dem italienischen Staatenvertreter geltend gemacht. Aber es gab eben auch große Unternehmen, die insbesondere Patente und andere IP-Rights verloren hatten, ja, durch Liquidationen im Ausland. Da gab es natürlich auch Streitigkeiten, wem gehörten jetzt eigentlich die Rechte. Und diese Parteien waren dann selbstständig vor den Gerichten, traten vollständig vor den Gerichten auf. Im Jahr 1924 waren insgesamt 283 Personen, davon 79 Volljuristen, im Auswärtigen Amt tätig, um die laufenden Verfahren abzuwickeln. Das gibt Ihnen vielleicht eine gewisse Idee von dem Volumen, das hier auch zur Rede stand. Und die Verfahren sind im Jahr 1930 ganz schnell zum Ende gekommen. Warum im Jahr 1930? Es gab während der ganzen Zeit, der 1920er Jahre, war das Problem der deutschen Reparationen ein großes politisches und wirtschaftliches Thema. Und im Jahr 1930 gelang es mit dem Yang-Abkommen eine vorläufige Lösung der Fragen zu vereinbaren auf völkerrechtlicher Ebene. Und in dem Moment hat man entschieden, dass die gemischten Schiedsgerichte ihre Tätigkeit einstellen sollten. Ausstehende Personen sollten von den jeweiligen oder Parteien, ausstehende Ansprüche sollten von den jeweiligen Staaten entschädigt werden. Und die Staatenvertreter haben hier schlicht ausdrücklich auf Individualansprüche verzichtet. Und das war Völkerrecht in den 1930er Jahren. Mit dem Verzicht des Staates, das ist heute übrigens nicht anders, war der Individualanspruch erloschen. Und dann wurden die Gerichte innerhalb ganz kurzer Zeit, innerhalb weniger Monate, abgewickelt. Was haben die da gemacht in diesen Schiedsgerichten? War das ein modernes Verfahrensrecht aus heutiger Sicht oder war das doch sehr den Zeitumständen geschuldet? Wir haben ja schon gesehen, 70.000 Ansprüche, Verfahren wurden letztlich von diesen Gerichten bewältigt. Die hatten schon, so unterschiedlich sie eigentlich waren, ein recht modernes Verfahrensrecht. Und zwar deswegen, und das finde ich eigentlich auch durchaus interessant, weil das Verfahren auf Beschleunigung und auf Standardisierung ausgerichtet war. Warum auf Beschleunigung und Standardisierung? Naja, zum einen waren die Verfahren häufig sehr ähnlich, dann konnte man ein Musterverfahren durchführen. Beschleunigung, man wollte rasch zu Ende kommen. Klagen konnten nur innerhalb eines Jahres nach Einrichtung des Gerichts überhaupt eingereicht werden. Es galten strikte Fristsetzungen und vor allem, es gab nur eine mündliche Verhandlung. Warum das? Man wollte schlicht den Parteien nicht zumuten, mehrmals ins Ausland zu reisen. Jetzt zeige ich Ihnen ein weiteres kleines Detail. Diese Gerichte haben nämlich sehr, sehr unterschiedlich entschieden und auch sehr unterschiedlich verhandelt. Es gab zum Beispiel die Cross-Examination vor dem deutsch-britischen Schiedsgericht. Und deutsche Parteien und Anwälte waren damit, so wird berichtet, deutlich überfordert. Fand ja auch alles auf Englisch statt, wurde nicht übersetzt, muss man sehen. Und die Gerichte haben sehr unterschiedlich entschieden, nämlich jeweils in der Sprache des Gerichts,
aber auch im Stil des jeweiligen Gerichts. Wir haben also Urteile des deutsch-französischen Schiedsgerichts, die erinnern an ein französisches Urteil, deutsch-belgisches wie ein belgisches Urteil, sind nämlich durchaus unterschiedlich. Der deutsch-britische Schiedsgerichtshof hat wie in einem Verfahren vor dem High Court of London entschieden und auch italienische Schiedssprüche findet man natürlich dort. So unterschiedlich waren die verschiedenen Verfahren. Und vor diesem Hintergrund verwundert es auch nicht, dass die Schiedsgerichte nicht in der Lage waren, einheitliche Rechtsprechung zu entwickeln. Das war die große Enttäuschung und das ist auch ein Grund, warum die Schiedsgerichtshöfe relativ schnell vergessen wurden. Man konnte sozusagen nicht querentscheiden. Es gab zwischenzeitlich 4 unterschiedliche Spruchkörper des deutsch-französischen Schiedsgerichtshofs. Dann hat man versucht, die Präsidenten zu einer sozusagen oberen Instanz zusammenzufassen, damit wenigstens dort einheitliche Rechtsprechung erzeugt wurde. Das hat nicht wirklich funktioniert. Und vor diesem Hintergrund hat eine Debatte stattgefunden. Was waren das eigentlich für Gerichte? Waren das jetzt echte völkerrechtliche Gerichte oder waren das eher belgische, französische oder auch deutsche Gerichte? Und die überwiegende Anzahl oder Meinung der Zwischenkriegszeit ging dahin, das waren nationale Gerichte, keine internationalen Gerichte, die waren nur international besetzt. Gibt es aus heutiger Sicht eigentlich Parallelen? Ja, die gibt es. Wir haben heute eine Situation, in der einzelne Individuen vor internationalen Gerichten ihre Ansprüche, insbesondere aus Kriegsschäden, aber auch in anderem Kontext, geltend machen können. Ich erinnere an ein Gericht, das im nächsten Jahr seine Spruchtätigkeit wahrscheinlich einstellen wird. Es hat 40 Jahre lang operiert. Das ist das Iranian American Claims Tribunal in Den Haag. Professor Gronke aus Heidelberg ist einer der internationalen Richter im Augenblick an diesem Gericht. Das verhandelt die Wirtschaftsfolgen der iranischen Revolution für amerikanische und iranische Individuen seit dem Jahr 1980. Es wurde im Jahr 1979 über die Deklaration von Algier errichtet. Und es sind immens hohe Streitwerte dort friedlich verhandelt und abgewickelt worden, auch während sehr, sagen wir, konfliktreicher Zeiten zwischen den USA und dem Iran. Auch heute wird in Den Haag friedlich miteinander umgegangen, verhandelt. Juristen können manchmal auch ein bisschen von den aktuellen Konflikten abstrahieren. Und der Investitionsschutz, das ist ja nun ein Thema, das man überall eigentlich findet, ist ein anderes Beispiel dafür, dass heute die Individuen durchaus ermächtigt werden, ihre Ansprüche auch auf internationaler Ebene geltend zu machen. Was ist geblieben von diesem kurzfristigen Phänomen der gemischten Schiedsgerichte? Ich habe schon gesagt, in der zeitgenössischen Literatur fand dieses Phänomen keinen großen Anklang. Es gibt einige Untersuchungen der Spruchtätigkeit, insbesondere aus der Sicht des internationalen Privatrechts. Und die Autoren kommen überwiegend zur sehr negativen Einschätzung. Es hat sich keine vernünftige Spruchpraxis herausgebildet. Aber man muss auch sehen, die Einzelfälle, die entschieden wurden, die wurden durchaus zielführend und rasch entschieden. Das war auch die eigentliche vorwiegende Aufgabe dieser Gerichte. Und obwohl sie über ungerechtes Recht entscheiden mussten, der Versailler Vertrag war einfach ein diskriminierender Vertrag, waren die Verfahren insgesamt doch fair und die Gerichte haben sich hier auch um eine Gleichbehandlung der Parteien bemüht. Und meine Damen und Herren, diese gemischten Schiedsgerichte haben auf ganz indirekte Weise bis in die heutige Zeit fortgewirkt. Das gemischte Schiedsgericht zwischen Deutschland und Polen, das in Oberschlesien operiert hat, operierte bis zum Jahr 1937. Die dort tätigen Personen
waren unter anderem Jean Monnet und auch Robert Schumann. Die waren nicht in dem Gericht, aber sie waren in der internationalen Verwaltung von Oberschlesien. Und der belgische Präsident des Gerichts, Caisebeck, der war beteiligt an den Verhandlungen zur Errichtung des Europäischen Gerichtshofs in den 1950er Jahren. Wir haben keine Protokolle von diesen Verhandlungen. Wir wissen nicht genau, wie eigentlich der Gerichtshof entstanden ist, welche Ideen ventiliert wurden, welche nicht. Aber es ist ganz sicher, dass den Beteiligten die Möglichkeit solcher internationaler Gerichte, vor denen Einzelne ihre Rechte geltend machen können und die auch die Rechte der Einzelnen und die Einzelnen schützen, dass diese Möglichkeit den Beteiligten vor Augen stand. Und das ist sozusagen das Fortwirken dieses kurzfristigen, der historischen Episode, lassen Sie es mich so nennen, bis in die heutige Zeit. Vielen Dank.